Ja, erstmal herzlich willkommen zu den Konishi Koi News, während Lisa noch mit ihrer Bunny kämpft. Hello. Um was geht's heute, Lisa? Wir haben auch noch neben Ochiba und Yamabuki kleine Karashi Goldhosei im Shop jetzt. Die sind 20 bis 30 cm groß für 199 Euro. Sie sind zwar nur 20 bis 23 cm und nicht 30 cm. Ups, versprochen. Aber das ist nicht weiter schlimm. Aber ich sage Ihnen, wenn ich gerade so reingucke, die Qualität, die uns Makoto geschickt hat, ist auch hier vorzüglich. Auch hier sind wir sein mit weitem Abstand größter Abnehmer. Alles, wo er sagt, im Prinzip müssen Sie sich überlegen, er fängt mit einer Anzahl X an und er braucht nur eine kleine Anzahl Y, die er nachher in Naturteich bringt, zur eigenen Aufzucht, zum Nisei. Und alles, was X minus Y da dazwischen übrig bleibt, nehmen wir von ihm ab. Und ab 20 cm kommen die richtig geilen Karashis zum Vorschein. Wir wissen jetzt noch nicht, zumindest nicht genau, ob Männlein, Weiblein, drum verkaufen wir sie ungesext. Wenn Sie jetzt gleich die Koi sehen, dann werden Sie feststellen, die haben einen riesen Schädel und haben tolle Körper und haben auch so eine grünlich-gelbe Färbung und die grünlich-gelben Eiblauder out of the Nähkästchen auch. Dieses grünlich-gelbe, wie die hier alle irgendwo haben, das ist die Farbe, die am stärksten wächst. Hier zum Beispiel. Und ja. Wir können aber da jetzt leider auch nicht darstellen, dass wir die alle einzeln fotografieren, sondern ihr kauft da ein Musterbild und deswegen können wir auch leider keine Konishi Koi ID-Karte machen. Weil es ja nicht den einzelnen entsprechenden Koi betreffen wird. Also die Weibchen sind ganz viele dabei mit Wachstum auf 1 Meter oder auch 1,10 Meter. Ist halt alles eine Frage der Zeit. Das geht nicht von heute auf morgen. Er hier hat auch eine perfekte Farbe. Das geht nicht von heute auf morgen. Bei den Männern 85 bis 90 Zentimeter. Wenn Sie die jetzt ein Jahr auf Wachstum in der Innenhälterung halten, kann ich Ihnen versprechen, haben Sie einen 80 Zentimeter Koi. Ja. Und wenn Sie, und nicht wenn Sie, sondern wo können Sie heute für 200 Euro einen Koi kaufen? Vielmehr 199 Euro. Der auf 80 cm wächst. Und Sie können den auch in einem Jahr die Koi auch direkt abholen oder erst im April, Mai, Juni oder halt auch zustellen. Genau. Genau. Für 60 Euro, ich verspreche mich jedes Mal, für 60 Euro die Box. Genau. Und wenn Sie sich noch 2 Ochiba und 3 Yamabuki gekauft haben, zu den 5 Karashi, die Sie sich heute aussuchen, bleibt es bei 60 Euro. Genau, weil wir können die alle zusammen verschicken. Genau, perfekt. Also, hier hat Makoto sich nicht lumpen lassen. Eine ganz, ganz geniale Qualität. Und würde uns freuen, wenn Ihnen die Fische so gut gefallen wie uns. Genau. Bis dann. Ciao. Tschüss.